Wir sind jetzt am Stand der Airflow Lufttechnik GmbH und sprechen mit dem Geschäftsführer, Herrn Russ. Herr Russ, warum ist das Thema Lüftung so immens wichtig? Frische Luft ist ein elementarer Bestandteil für jeden, um zu überleben, um gesund zu sein und sich wohlzufühlen. Von daher geht ohne frische Luft in Gebäuden eigentlich gar nichts. Gibt es denn eine Faustregel, wie viel Frischluftzufuhr so für ein Gebäude notwendig ist? Es gibt natürlich gesetzliche Richtlinien im Rahmen der Arbeitsstättenrichtlinie, aber auch natürlich jetzt speziell für Schulen gibt es Faustformeln, dass man sagt, für pro Schüler sollten ungefähr 30 Kubikmeter Luft zur Verfügung stehen. Und was dann für einen normalen Klassenraum ca. 900 Kubikmeter pro Stunde bedeutet. Darauf sind dann die Anlagen auch ausgelegt. Welche Probleme können sich denn jetzt zum Beispiel bei Altbausanierung ergeben? Gerade bei Altbausanierung ist es ja so, dass gerade durch die Dämmung der Gebäude von außen sehr hohe Gefahr besteht, dass Schimmelbildung im Gebäude besteht. Das heißt, man muss gerade dann auch im Bereich der Altbausanierung darauf achten, dass individuelle Lüftungslösungen geschaffen werden, dass man sich mit den Lüftungslösungen den Gegebenheiten der Gebäude anpasst und damit natürlich auch kostengünstige Lösungen schafft. Was ist denn bei der Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage besonders zu beachten? Im Endeffekt muss man, wie gesagt, schon darauf achten, dass die Lüftungsanlage zum Gebäude passt, dass die Installations- und Betriebskosten möglichst gering sind, dass man sich genau auswählt, wo soll sie stehen, welche örtlichen Gegebenheiten hat man. Und gerade da legen wir großen Wert drauf, dass wir im Rahmen dieser flexiblen Lösungen Kunden individuell was bereitstellen können und dann auch mit dem jeweiligen Anwender vor Ort entscheiden können, was ist die beste Lösung für ihn. Thema Energieeffizienz beherrscht ja diese Messe. Wie wirkt sich das auf Lüftung? Energieeffizienz ist das entscheidende Kriterium für den Einsatz dieser Anlagen. Das wirtschaftliche Betreiben der Anlage ist ein elementarer Bestandteil, um auch gewisse Fördermaßnahmen durchzukriegen. Und auch da haben wir mit unseren Flexgeräten natürlich Möglichkeiten geschaffen, möglichst hohe Effizienz zu realisieren und die Betriebskosten damit zu minimieren. Wunderbar, da bedanke ich mich recht herzlich, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Danke, gleichfalls.